Elektromotor nehme. Die Frage ist nur, von wie viel Geothermalgeneratoren. Ob ich jetzt einfach oben mit ans Kabel anschließe, dass sie sich sagen, naja, ich pumpe mir meine Lava selbst her. Oder ich die da, ja, dann läuft es die ganze Zeit, hast Stromverbrauch. Oder von unten, hinten anschließe, also hinter den Geothermalgeneratoren. Und nur von zwei oder drei anschließe für den Elektromotor. Auf jeden Fall, die Lava ist extrem runtergegangen und die wird auch leer werden. Der läuft hier, also der eine Lava Fabricator wird auf jeden Fall nicht reichen. Da werde ich sogar einen zweiten Lava Fabricator noch brauchen. Ja, also Minimum einen zweiten Lava Fabricator, dann hier mit einer Eisenpipe hier unten, dann läuft es halt unten rein. Und Magma Crucible müsste ich vielleicht auch einmachen. Weil aus Nieverstein, ja, nicht mal so schlecht. Da könnte ich halt hier wieder den Nieverstein da drin einbunkern. Oh, guck mal, unser Hellorium ist fertig. Wir haben ja hier schon zerstoßenes Zeug. Das nehmen wir doch gleich mit. Hier. Unser Hellorium ist fertig. Also die Öfen sind auf jeden Fall schneller als die Macerator. Die zerkleinerer. Und zack. Den Staub tue ich mal noch daher. Dann weiß ich, dass es noch hier. Und hier tun wir mal das Hellorium rein. Achso, ich wollte doch eine Kiste. Der heißt ja Truhe. Truhe. Da reicht, wenn ich eine Truhe mitnehme. Eine Truhe. Und Hellorium. 480 Hellorium. So. Machen wir gleich mal unsere Nottruhe hier. Weil das Problem ist halt, wenn es ME aus ist und das Zeug in einem ME ist, dann haben wir ein Problem. Und hier mit dem Notrillorium drin. Es dauert zwar, man sieht's, ich habe hier immer noch 24 und hiervon hat er noch gar nichts verbraucht, obwohl er gerade läuft und ich werde ihn jetzt auch laufen lassen auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt hier im Spiel bin, wird der Reaktor weiterlaufen. Der muss sowieso laufen hier erstmal. Damit die Lava weggeht. Damit hier, ich glaube, wenn ich ihn ausmache, geht die Energie hier recht schnell runter. Ja, der kriegt halt auch nicht wirklich genug Energie rüber. Es wird schon fast Zeit für die nächstbesseren Kabel. Dann müsste ich die hier hinter aber auch austauschen. Oder ich mache, dass ich zwischendrin eine Zelle reinsetze. Muss ich mir nochmal überlegen. Warum greifst du mich an? Es ist doch Tag. So, Gummi, Gummi, Gummi. Und hier ein bisschen Erde und sowas will ich ja auch mitnehmen hier. Das ganze Zeug möchte ich schon haben. Und dann gehen wir nochmal hier rüber ins ME. Schmeißen hier wieder alles rein. Ich glaube, ich werde auch den Elektromotor nehmen. Ich glaube, ich werde auch den Elektromotor hier unten ransetzen. Aber es ist halt wieder ein Stromverbrauch. Ist die Frage. Werde ich den Elektromotor nehmen oder nicht? Ich habe hier ein Reaktorcasing drin. Okay. Und dann reißen wir da drüben erstmal die Kisten alle ab. So. Eine Gold schmeiße ich mal wieder da rein. Die Macerator laufen immer noch. Also es wird auf jeden Fall, man sieht es, es wird Zeit für Upgrades. Hey! Und ich muss kurz niesen. Oh. So. Es wird auf jeden Fall Zeit für Upgrades. Das ist irgendwie schon ganz klar. Muss ich jetzt die Eisentruhe und die Diamanttruhe mit der Spitzhacke schon, oder? Und die Holztruhe kannst du mal mit der Axt. Genau. Und die Werkbank brauche ich ja hier auch nicht mehr. Gehen wir mal wieder. Es ist halt jetzt ein bisschen leer geworden. Die Bücher werde ich rüber tun und mit Schildern beschriften. Auf die andere Seite. So.
In Sachen Bücher will ich auch mal ein bisschen was schauen, ein wenig machen. Aber das ist noch nicht so wichtig oder entscheidend. Jetzt machen wir, ich glaube, ich werde trotzdem hier jetzt das über Goldkabel bringt halt 512, der macht 32. Ich glaube, es reicht, wenn ich Goldkabel hier verwende. Brauche ich keine HV oder HS-Kabel, Hochspannungskabel. Ich habe halt jetzt gerade auch ein bisschen Angst, dass es mir dann in die Luft fliegt hier. Momentan ist da ja sowieso, wird da sowieso nichts produziert. So, dann kann der hier ruhig mal seinen Tank aufladen. So. Nein, das war schon eins zu weit. So weit wollte ich gar nicht hoch. Die Spitzhacke ist schnell. Jetzt muss ich hier wieder die hölzerne Pipe hersetzen. Und ich brauche auf jeden Fall Strom hier. Ich brauche auf jeden Fall Strom hier. Und ich bin irgendwie dazu verneigt, dass ich es von hier. Okay, das war schon eins zu weit. Hier geht's schon raus. Wenn ich den Strom einfach nur von hier nehme, die zwei, reicht es? Ich weiß es nicht, reicht es? Wenn ich den Strom nur von hier nehme, von den beiden, jetzt halt hier den Elektromotor ranbaue und hier halt wieder mein Brett und dann wieder den Hebel. Ach, den Hebel habe ich hier unten. Hast du jetzt Energie? Hier dürfte ja eh nichts rauspumpen, weil das Lava ist. Hast du jetzt Energie? Vor allem die andere Frage, hast du genug Energie? Und wir haben es eins zu niedrig. Ich muss mal kurz ans Telefon. Du, ich habe gerade keine Zeit. So, es war nicht meine Mutter. Und wir haben es eins zu niedrig gebaut. Den Elektromotor. So, wir haben es eins zu niedrig gebaut. Wobei, warte mal. Ich ist ja. Der pumpt es doch auch raus, auch wenn der Tank höher ist, oder? Weil das da ja dann runterläuft. So, dann mache ich das trotzdem. Mache ich das hier. Mache ich hier wieder zu. Ich bin hier jetzt gerade ein bisschen am Nachdenken. Ich habe das halt auch noch nicht so wirklich oft so wirklich gemacht mit dem Motor. Meistens habe ich dann einfach einen wirklichen die hölzerne Pipe gepowert. So, jetzt mache ich hier den Motor her. So, der Motor. Kriegt dann mit den Goldkabel, wo ich mir überlegen muss, wie ich jetzt da oben rankomme. Mit den Goldkabel Strom. Der wird mit Strom versorgt. Wir machen jetzt hier den Hebel ran. Du hast ja eh nichts über Redstone. Nein! So, jetzt läuft der Motor. Jetzt wird er von jedem Thermalreaktor auf jeden Fall betrieben. So, pumpst du jetzt mehr? Du bist ja noch im kalten Zustand. Besitzer Crocs eingeschränkt. Du bist ja noch im kalten Zustand. Du kriegst auf jeden Fall schon mal richtig schön und wirst auch schön warm. Energiepuffer. Motoren sind in der Lage, eine gewisse Energie zu puffern, falls eine Weiterleitung nicht sofort möglich ist. Also wenn der voll ist, speichert der das. Okay. Aktuelle Leistung 2 MJ pro Tick. Das ist ja nicht so viel. Auf gut Deutsch, also wenn die Leitung voll ist, puffert der die Energie. Das ist auch nicht schlecht. Also verbraucht er auch nicht das, dann erkennt er, es steht. Oder? Energiepuffer. Motoren sind in der Lage, eine gewisse Energiemenge zu puffern, falls eine Weiterleitung nicht sofort möglich ist. So. Das klingt doch. Jetzt ist sie wärmer geworden, jetzt läuft es auch schneller. 155 Grad. Okay. Ja gut, es ist halt das hier, kommt einfach nicht genug an. Der hier, da reicht der Redstone auf jeden Fall. Ja, zack, gleich wieder leer. Unser Wasserpuffer hier ist an sich gut ausreichend, sagen wir es mal so. Er reicht aus. Ja, sind beide voll. Und die Pipe da hinten schaut auch ziemlich voll aus. Können wir mal kurz dann raufgucken.
Ja, es kommt nicht genug Lava an. Das sieht man schon, dass nicht genug Lava ankommt. Gut, ich könnte auch Eisenpipes machen, um das Rücklaufen zu verhindern, aber das ist ja nicht so tragisch hier. Sie blinken nur, es ist auf jeden Fall nicht genug Lava hier. Gut, für den Notfall, da nicht, wenn nicht genug Lava hier ist, habe ich hier oben auch noch Tricks, um wieder ein bisschen Lava herzubekommen. Warte mal, Zelle. Ich habe hier nämlich noch, genau, Lavazellen und ich glaube, ich werde die leeren Zellen dafür auch nutzen. Muss ich halt nochmal irgendwo in die Hölle oder sowas und ein bisschen Lava abzapfen. Lässt du mich mal rein? Danke. Hier. Universelle Flüssigkeitszelle. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack. Oh. Kann ich... Warum kann ich euch nicht stacken? Ach, weil ihr nicht unbedingt gerade voll seid. Jetzt habe ich mich nämlich gebaut. Die haben alle eine unterschiedliche Ladung, deswegen. Da passt auf jeden Fall noch einer rein. Muss mal kurz ins... Ah, guck mal, der da vorne hier. Der könnte Lava vertragen. Hier, zack, zack. So. Im Notfall habe ich ja immer noch meine Zellen hier. Ein bisschen... Ich wusste schon, warum ich sie aufhebe. Gut, die leeren Zellen, glaube ich, bin ich gerade irgendwie abgeneigt, weil die kann ich für die Upgrades nutzen. Die kann ich für die Upgrades nutzen. Ja. So. Wir müssen ja hier auch ein bisschen ein paar Upgrades noch reinmachen. Hier haben wir unser zerstoßenes Bleierz. Noch ein bisschen. Hier ist zum Glück schon alles schön voll. Schon fertig. So. Jetzt wird halt auch wirklich nicht nur das MFE aufgeladen, sondern auch, wir haben auch einen Verbrauch, das ist es halt. Wir haben halt auch gleichzeitig noch einen Verbrauch. So, was nicht nur das, ich will ja hier auch noch, da habe ich alles drin. Es ist einfach übelst voll hier, das Ding schon. Ich habe so viel Schwachsinn, was ich eigentlich wegschmeißen könnte. Hier, Gummiriegel? Nein, nicht Gummiriegel. Ich will... Ich habe doch noch irgendwo bestimmt hier. Kautschuk habe ich noch. Normales Kautschuk. Das kann ich, will ich hier auch hier gleich... Ach, ich kann Kautschuk... stimmt, Kautschuk konnte ich ja nicht reintun. Kautschuk konnte ich ja nicht reintun. Ich kann aber hier den Gummibaum reintun. So, Gummibaum, zack, genau. Dich kann ich da reintun. Gut, ich will ja auch noch hier ein paar paar Kompressoren herbauen. Und nicht nur ein paar Kompressoren, ich will ja auch noch ein bisschen, falls doch mal Diamanten Not wieder ist, will ich ja auch Diamanten so maschinell produzieren können. Und da will ich noch auch eine kleine Ebene hier oben reinbauen, also oder an der Seite noch eine extra Fabrik, aber ich glaube, Erich wird es hier oben drauf bauen, weil halt die Energieversorgung gleich mit im Haus ist. Und ich nicht ewig Leitung legen muss. So, ich werde jetzt mal kurz ein kleines Päuschen machen. Denn so ein bisschen frühstücken und ich muss mal auf die Toilette und sowas. Das ist halt gerade noch so da. Es ist die erste Aufnahme gleich gewesen. Ich bin aufgestanden, Kaffee gemacht und gleich hierher. Wir sehen uns dann gleich wieder. Und zwar in etwas Zusammenschnitt, würde ich sagen. Ich mache hier nämlich dann mal vielleicht ein bisschen beschleunigt oder sowas. Schauen wir mal, wie ich das mache. Bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder. Ich hab's mir überlegt. Ich werde doch nicht, es beschleunigen, sondern's. So. Wir brauchen ja noch ein paar Maschinen. Ja, und die können wir jetzt erstmal hier auch machen, langsam. So, Thermal. Expansion. Ich gebe einfach mal Pansion. So, wir brauchen ja noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel die Redstone-Energiezelle hätte ich halt auch gern noch. Hier, 100 Millionen RF, 2000 Redstone-Energiezelle, aber die werden wir noch, ich glaube ich, noch gar nicht machen können. Resonant-Energiezelle, das ist die hier. Da brauche ich Enderium, ja. Und hier brauche ich Elektrum, Blei
Und den Rahmen, genau. Der Rahmen, da brauche ich gehärtetes Glas. Yep. Gut, und Elektrum wieder. Die Henna-Energiezelle werde ich auch nicht invar. Die Leadstone-Energiezelle, die ist einfach zu schwach. Gut, also fangen wir erstmal an. Wir brauchen, was brauchen wir? Wir brauchen, einen Pulverizer haben wir schon. Gut, ich wollte noch zwei Pulverizer herstellen, genau. Wir machen noch zwei Pulverizer. Dafür brauche ich Kolben, Flintstone und so ein Zeug. Okay, schauen wir mal, Redstone-Ofen. Feuerstein, ach, der heißt ja Feuer. Feuerstein brauche ich. Dann brauche ich Redstone sowieso. Redstone. Dann brauche ich Pflasterstein.